Unser Team heißt Nimro Centauro. Das ist das Team der Universität Bonn. Das Team setzt sich aus 2 Mitarbeitern und mehreren Studenten zusammen. Ein Mitarbeiter bin ich und ein weiterer Mitarbeiter macht die Mechanik des Roboters, konstruiert den Roboter, fertigt den Roboter. Dann gibt es eben mehrere Studenten. Ich muss jetzt kurz überlegen, es sind 5 bis 6 Studenten, die verschiedene Aufgaben im Team übernehmen. Der Spaceport Cup ist jetzt für uns eine ganz neue Herausforderung. Insbesondere das unwegsame Gelände haben wir bisher nicht adressiert. Und deswegen haben wir jetzt geschaut, was können wir an Sensorik auf den Roboter tun. Haben da sehr interessante Sensoren jetzt auf dem Roboter, um eben das Gelände zu modellieren. Also hier unten sind 8 Kameras, die messen in 3D und in Farbe. Dann gibt es hier noch 3 Kameras, das sind normale Webcams, die werden benutzt, damit der Operator alles sehen kann. Hier oben gibt es nochmal einen 2D-Laser, der rotiert und dadurch kann er Entfernungsinformationen über den ganzen Raum bekommen, bis zu 30 Meter Entfernung. Das habe ich so vorher noch nicht gesehen, dass man so viele Sensoren in ein kleines, kompaktes Gerät reinstopft. Nimro Centauro, also Nimro ist eine Abkürzung für ursprünglich Nimble Robots. Sowas wie geschickte oder gewandte Roboter heißen soll. Der Roboter, der zurzeit auf dem Spielfeld in Anführungsstrichen steht, das ist also zunächst nur eine sehr einfache Plattform, die im Wesentlichen eben als Träger für Sensorik, Rechenleistung und jetzt einen einfachen Manipulator gedacht ist. Der Teamname deutet schon darauf hin, dass der ursprüngliche Gedanke auch war, einen komplexeren Roboter zu bauen und der ist durchaus auch noch in der Pipeline. Ob der wirklich fertig wird, das wird sich zeigen. Aber dieser Roboter soll dann insbesondere auch die Vorteile von Rädern und Beinen, beides ja gute Erfindungen sozusagen, vereinen. Also der DLR Spaceport Cup, der gibt uns die Möglichkeit, auch wissenschaftlich interessante Dinge zu untersuchen, die wir bisher noch nicht gesehen haben in den anderen Systemen, wie zum Beispiel auf unebenem Gelände zu fahren oder das Problem mit der unterbrochenen oder schlechten Kommunikation mit dem Roboter.